Also wenn Kunst uns nicht dabei hilft, gewissermaßen bessere Menschen zu werden und genauer zu denken, dann weiß ich nicht, wozu sie dienen soll. Es darf sich nicht mehr lohnen, antisemitische Erzählungen zu reproduzieren. Wir erleben eigentlich das Scheitern der Erinnerungskultur, insbesondere in einem intellektuellen, kulturellen Milieu. Man kann sogar fast sagen, je gebildeter die Leute, wenn sie an die amerikanischen Elite-Universitäten denken, desto ideologischer sind sie. Das heißt, Bildung und Ideologie schließen sich überhaupt nicht aus. Ideologie kann man nicht mit Bildung bekämpfen. Eigentlich haben wir doch Kultur einmal als den Bereich verstanden, in dem gesellschaftliche Aushandlungsprozesse möglicherweise harmonischer, komplexer, vielleicht auch schneller vollzogen werden können, als wir das im politischen Raum oder in einer Talkshow erleben können. Auch was die Richtlinien anbelangt, muss man doch mal unterscheiden, dass Meinungsfreiheit und Kunstfreiheit hohe Rechtsgüter in diesem Land sind, auf die wir stolz sein können. Daraus aber abzuleiten, dass jede menschenverachtende Äußerung gewissermaßen unter dem Schutz der Kunstfreiheit steht und gefördert werden müsse, halte ich nun wirklich für ein Missverständnis. Antisemitische Vorfälle sind in Deutschland auf dramatische Weise angestiegen. Zuletzt Corona, dann der russische Angriff auf die Ukraine und aktuell nun der Gaza-Krieg wirken hier geradezu wie Brandbeschleuniger. Das sollte unsere Gesellschaft nicht nur wachrütteln, weil der Hass in der gesellschaftlichen Mitte angekommen ist, sondern auch, weil sich dieser Antisemitismus für moralisch überlegen hält. Hass gegen Juden bei uns? Das ist das Thema, mit dem wir uns in dieser Gesprächsreihe beschäftigen wollen. Mein Name ist Felix Klein, ich bin der Beauftragte der Bundesregierung für jüdisches Leben in Deutschland und den Kampf gegen Antisemitismus. Herzlich willkommen zu meinem Podcast. Ein Bereich, in dem sich Antisemitismus in der jüngsten Vergangenheit ganz besonders stark gezeigt hat, ist der Kunst- und Kulturbereich. Wir erinnern uns an die Documenta 15, auf der antisemitische Darstellungen als vermeintliche Perspektive des globalen Südens ausgestellt waren. Gar nicht lange zurück liegt eine Berlinale Abschlussgala, auf der offen und unwidersprochen israelfeindliche Haltungen zur Schau gestellt wurden. Die Vielzahl von antisemitischen Vorkommnissen im Kunst- und Kulturbereich ist eklatant. Auch der Ausschuss für Kultur und Medien des Deutschen Bundestages hat sich jüngst der Frage gewidmet, was geeignete Maßnahmen zur Prävention und Eindämmung von Antisemitismus im Kulturbereich sein können. Mein heutiger Gast, Lars-Henrik Gass, ist Autor, Filmhistoriker und Filmkurator. Seit 1997 leitet er die internationalen Kurzfilmtage in Oberhausen. Nach seinem Aufruf zur Solidarität mit Israel, kurz nach dem Massaker der Hamas, wurde in einem von inzwischen rund 2000 Filmschaffenden unterzeichnenden offenen Brief anonymen Ursprungs zum Boykott seines Festivals aufgerufen, solange er dort an der Spitze stehe. Er sagt, wir alle haben zu lange geduldet, dass Leute, die Israel am liebsten von der Landkarte tilgen würden, viel zu großen Einfluss im Kultur- und Wissenschaftsbetrieb erhalten. Das müsse endlich aufhören. Herr Gass, herzlich willkommen. Danke, dass Sie da sind. Danke für die Einladung, Herr Klein. Herr Gass, Antisemitismus hat im deutschen Kunst- und Kulturbetrieb eine lange Tradition, die von Richard Wagner über Joseph Beuys bis in die Moderne reicht. Sie arbeiten ja selbst lange in diesem Bereich, sind quasi Insider, wenn man so will. Wie ist da Ihre Einschätzung? Wo stehen wir gerade? Das ist gleich zum Einstieg eine sehr große Frage. Ich fühle mich auch nicht berufen, die wirklich historisch zu beantworten. Gleichwohl erleben wir gerade eine neue Qualität, die sich durch eine Politisierung des Kunstbereichs im Wesentlichen auszeichnet, dass im Prinzip globale Fragen der Politik, der auch kriegerischen Auseinandersetzungen in den Kunstbereich hineingetragen werden und dort mit erheblicher Aggressivität
und auch mit Konformitätsdruck versucht werden, durchzusetzen. Das heißt, Antisemitismus zeigt sich im Wesentlichen durch die Veränderung des Politischen im Bereich des Kulturbetriebs. Also einerseits erleben wir eine sehr starke Regression von politischer Auseinandersetzung, dass andere Menschen niederschreien. Wir haben das erlebt, verschiedentlich Hamburger Bahnhof an anderen Orten. Wir erleben, dass im Prinzip fast esoterische Formen von Politik aufkommen, sozusagen rituelle Vergemeinschaftung, die im Prinzip zu einer Lagerbildung führen. Man kann nur noch auf dieser oder jener Seite stehen. Und das sind zusammengenommen Entwicklungen, die es sehr schwierig machen, eigentlich das Mandat und den Auftrag der Kultur noch zu erfüllen. Denn Kultur hat ja den Auftrag, Konformität zu überwinden und nicht im Gegenteil zu befördern. Vor dem Hintergrund des grassierenden Antisemitismus in Deutschland, was darf Kunst aus Ihrer Sicht? Kunst darf erst einmal alles. Die Frage ist nur, ob sie auch menschenverachtende, diskriminierende Aussagen und Ikonografien transportieren darf. Das ist eine Frage, die möglicherweise auch anders zu bewerten ist. Diese Bereiche der Meinungsäußerung, der Kunstfreiheit sind ja hohe Rechtsgüter, die unter Schutz stehen. Gleichwohl kann daraus nicht abgeleitet werden, dass man auch diese Äußerungen und Bildproduktion unter allen Umständen gut zu heißen und zu fördern habe. Ja, und Sie haben es ja schon angesprochen, die Polarisierung ist wirklich eklatant. Dass zu Festivals Boykottaufrufe verbreitet werden, ist ja schon wirklich sehr ungewöhnlich. Was war denn Ihre erste Reaktion auf diesen Boykottaufruf Ihres Festivals? Was haben Sie da empfunden? Nun, zunächst einmal muss man verstehen, warum Leute, die man zum Teil 25 Jahre kennt, die das Festival seit Jahrzehnten zum Teil zeigt, fördert, mit denen man privat verkehrt ist und vieles andere mehr, ohne den geringsten Versuch eines Dialogs einen solchen Aufruf unterzeichnen. Von Ihnen benannten rund 2000 Leuten haben ganze 3 versucht, im Vorfeld mal das Gespräch zu suchen. Interessant generell an diesen neuen Kampagnen ist, auch an der unseren, dass im Prinzip Maßstäbe der Aufklärung, Mittel der Aufklärung, die wir gelernt haben über viele Jahre, scheitern an einem genuin antiaufklärerischen Projekt. Antiaufklärerisch deswegen, weil es überhaupt nicht um die Verifizierung gewissermaßen von bestimmten Zusammenhängen gibt. Wer hat was ganz genau gesagt? Worauf bezog es sich? Worauf bezog es sich nicht? Das spielt schon längst keine Rolle mehr, weder bei uns noch in anderen Kampagnen, sondern einzig und allein die Frage, ob man und wie positioniert ist in dieser Fragestellung. Also wir haben es im Prinzip mit einer Vereindeutigung des Kulturbereichs zu tun. Ich kann ja jetzt auch überall nachlesen, wer steht auf welcher Seite. Ich stehe bekanntlich auf der falschen Seite, die anderen stehen auf der richtigen Seite. Und das sind Prozesse, die ich auch nicht nur für den Kulturbereich, sondern generell auch für die Demokratie höchst problematisch finde. Herr Gass, können Sie auch noch etwas sagen zu den Kreisen, denen dieses Problem im Kunst- und Kulturbereich zieht und was für Auswirkungen gibt es in den Institutionen selbst? Bemerkenswert an diesen Kampagnen ist ja, dass sie in der Regel anonym gesteuert werden. Ja, wir kennen den Absender nicht. Und diese Kampagnen verbreiten gewissermaßen Ressentiment. Man kann auch sagen, ein Gerücht, ja, dass sie vor keinem Gericht der Welt aushandeln können. Und dieses Gerücht wirkt. Ja, und das hat Wirkung bis ins nächste Umfeld hinein und erzeugt ein Klima der Angst, der Regungslosigkeit, teilweise auch der Verzweiflung. Ja? Und Menschen, Institutionen rücken von ihnen ab. Ja?
noch nicht einmal, dass sie denken, man habe etwas falsch gemacht oder dass sie gegen sie sind, sondern es ist einfach vielleicht auch ein natürlicher Impuls, aus der Gefahrenzone sich zurückzuziehen. Und dieses Klima der Regungslosigkeit und der Angst finde ich besonders problematisch, zumal es bis ins nächste Umfeld hineinreicht, beispielsweise unser Festivalteam, in dem sehr viel Kommunikationsarbeit entstanden ist, auch Vermittlungsarbeit. War es richtig? Wie war es möglicherweise nicht richtig? Wie gehen wir jetzt damit um? Welche Schritte sind jetzt erforderlich? Und in diesem Prozess sind wir auch noch lange nicht am Ende angelangt. Und wir haben dieses Problem bei weitem noch nicht aufgearbeitet. Und ich glaube, dass dieses Problem auch generell im Kulturbetrieb aufgearbeitet werden muss. Dass beispielsweise kein einziger Festivalkollege sich bei mir gemeldet hat, kein Verband sich vor uns gestellt hat oder überhaupt nur einmal sich erkundigt hat, wie es uns geht, ob man möglicherweise unterstützen könne und dergleichen mehr. Nicht alle unsere Zuschauenden kennen die internationalen Kurzfilmtage Oberhausen. Können Sie ein bisschen beschreiben, worin das Besondere an diesem Festival liegt? Die Kurzfilmtage sind ja sozusagen im Geist des Aufbruchs und, wenn man so will, der Re-Education nach dem Nationalsozialismus entstanden. Sie sind aus der Volkshochschule heraus entstanden, ja, also mit einem Bildungsgedanken behaftet und hatten am Anfang sogar das Motto Weg zum Nachbarn. Und in diesem Motto ist ja der ganze universalistische Geist, der letztlich die Bundesrepublik auch in der Gründungsphase begleitet hat und auf dessen Grundlage wir auch heute noch handeln, auch kulturpolitisch handeln, gewissermaßen niedergelegt. Und die Kurzfilmtage haben sich immer verstanden als ein Festival, das der Völkerverständigung dient, dem internationalen Austausch und vor allen Dingen natürlich der Entwicklung der Filmsprache. Es ist ein Festival, das insbesondere auch junge Positionen immer sehr stark vertreten hat. Das berühmte Oberhausener Manifest, das Alexander Kluge, Edgar Reitz und viele andere unterzeichnet haben und das gewissermaßen als Gründungsdokument des neuen deutschen Films liegt, wurde ja aus gutem Grund in Oberhausen verkündet und nicht in Berlin oder in München. Denn alle kamen aus München, kamen aber nach Oberhausen, um es dort zu verkünden, weil Oberhausen der Ort war des Aufbruchs und sich immer so verstanden hatte. Können Sie weitere konkrete Beispiele für Antisemitismus im Kunst- und Kulturbereich nennen, die Sie besonders schockiert haben oder die Sie besonders umtreiben? Und wovon sprechen wir ganz konkret? Mir wird oft berichtet, dass auch immer wieder jüdische oder israelische Künstlerinnen und Künstler ausgeschlossen werden und eben nicht eingeladen werden zu Kulturfestivals. Ja, das ist natürlich richtig. Bei uns werden sie eingeladen. Bei uns wurden aber auch immer Positionen eingeladen aus dem palästinensischen Bereich, aus dem arabischen Bereich generell, auch Positionen, von denen bekannt war, dass sie möglicherweise auch anti-israelischen Positionen nahestehen, wenn nicht gar aktivistisch vertreten. Das war immer unser Selbstverständnis. Allerdings merken wir, dass wir jetzt im Zuge dieses Prozesses und dieser Kampagne im Prinzip eigentlich genau die Rolle annehmen, von der wir nie dachten, dass wir sie hätten. Ja, das heißt, auch hier wieder diese Affektökonomie, wie ich es nenne, die uns gewissermaßen eine Rolle aufzwingt, die wir niemals einnehmen wollten. Ich muss im Übrigen vielleicht einschränkend sagen, dass ich zwar die Kampagnen in der Struktur antisemitisch finde, aber dass sie natürlich längst im Prinzip eine andere Dynamik entwickelt haben, die auf letztlich das Ferment verweist des Antisemitismus selbst, nämlich im Prinzip diese rituellen Vergemeinschaftungen, insbesondere im Kulturbereich, zu erreichen. Und ich glaube, da sind wir beim Kern des Problems. Warum? Warum ist es so unglaublich nötig, im Kulturbereich diese Vergemeinschaftung, diese fast tribalistischen Affekte zu bedienen, die einerseits gewissermaßen
die Reihen schließen und auf der anderen Seite bestimmte Leute ausschließen. Warum ist das so unglaublich nötig, gerade für den Kulturbereich, der ja auf etwas ganz anderes abzielen sollte? Internationale Verständigung, Komplexität von Wahrnehmung und vieles andere mehr. In der Vergangenheit haben wir auch oft gesehen, dass nicht nur der zur Schau gestellte Antisemitismus ein Problem ist, sondern auch der nachträgliche Umgang damit, lange Reaktionszeiten, hilflose Antworten, die dann manchmal auch in Rücktritten und wirklich großen Verwerfungen führen. Was müsste hier konkret verbessert werden aus Ihrer Sicht? Wie können wir gegen diese Hilflosigkeit vorgehen? Ja, vielleicht dadurch, dass wir uns erst einmal eingestehen, dass erstens, und das sage ich durchaus mit großer Trauer, dass der Glaube, dass Erinnerungskultur in diesem Land einen dauerhaften Bewusstseinswandel herbeiführt, möglicherweise nicht ganz belastbar war. Also wir erleben eigentlich das Scheitern der Erinnerungskultur, insbesondere in einem intellektuellen, kulturellen Milieu. Man kann sogar fast sagen, je gebildeter die Leute, wenn sie an die amerikanischen Elite-Universitäten denken, desto ideologischer sind sie. Das heißt, Bildung und Ideologie schließen sich überhaupt nicht aus. Ideologie kann man nicht mit Bildung bekämpfen. Das ist vielleicht die erste Erkenntnis, die wir treffen müssen. Das zweite ist, was kann man gewissermaßen regulativ tun? Jetzt wurden ja in letzter Zeit auch Ansätze versucht, vielleicht ein bisschen übereilt. Insgesamt denke ich, kann man sagen, dass wir vielleicht gut beraten sind, darüber nachzudenken, wie wir nicht durch Handlungsdruck in Symbolpolitik verfallen. Denn am Ende des Tages zählt ja die faktische Veränderung, ja? Dass Juden und Jüdinnen in diesem Land geschützt sind, dass der Kulturbereich offen zu allen Seiten ist und so weiter und so weiter. Das ist ja das, was wir erreichen wollen. Und es gab ja einen lauten Aufschrei, insbesondere in Berlin, als man hier versucht hat, mit Hilfe einer Richtlinie sozusagen die Förderung zu steuern. Dazu gibt es möglicherweise auch Alternativen, denn man muss bedenken, einerseits Versuche der staatlichen Regulierung, insbesondere gegenwärtig, rufen enormen Widerstand hervor. Sie denken an den Vorstoß des Berliner Kultursenators Cialo. Ganz genau. Und ja, können Sie vielleicht ein bisschen aus Ihrer Sicht beschreiben, was da aus Ihrer Sicht auch das Problem dann wahrscheinlich war? Das Problem, ich bin kein Verwaltungsjurist und muss das Gott sei Dank nicht ausarbeiten. Ich will das und kann das nicht im Detail beurteilen. Interessant an dieser Angelegenheit waren mehrere Aspekte. Einerseits wurde im Kulturbereich über viele, viele Jahre nicht beanstandet durch niemanden. Das ist mir nicht bekannt, dass die Regelungsdichte für Förderungen immer höher wurde. Es wurden im Grunde immer mehr Kriterien, immer mehr Ansprüche auch an die Förderung herangetragen. Und alle haben das anstandslos akzeptiert. Man muss sich schon die Frage stellen, warum auf einmal der Aufschrei, wenn es um die Frage des Antisemitismus geht. Und insbesondere basierend auf einer Definition, die ja immerhin die Bundesregierung vor einigen Jahren schon anerkannt hat und die im Prinzip Teil der Verwaltungsnormen ist. Also es gibt im Grunde eine Grundlage für die Definition des Antisemitismus und nichts anderes wurde ja in Berlin versucht. Also insofern muss ich sagen, finde ich, dass auch diese Mobilisierung strukturell antisemitische Züge hatte, weil sie sich gegen eine Definition von Antisemitismus wandte, die möglicherweise wirkungsvoll auch Antisemitismus in diesem Land verhindern kann. Das andere Problem, das sich allerdings stellt, ist gewissermaßen tatsächlich die Frage der Gegenwehr. Denn am Ende des Tages muss ja auch eine Akzeptanz für eine solche Richtlinie erreicht werden. Und möglicherweise sind wir besser beraten, den Weg über die Institutionen zu gehen. Also zu sagen, wir brauchen im Prinzip einen
strukturierten Prozess, um in den Kulturinstitutionen selbst einen Bewusstseinswandel zu erreichen und dort zu bestimmten Regulierungen zu kommen, die verhindern, dass antisemitische Positionen im Kulturbetrieb vertreten werden. Der dritte Punkt, meine dritte Anmerkung ist, dass es ja im Prinzip schon jetzt alle Möglichkeiten gibt, auch Förderungen zurückzuverlangen auf Grundlage bestimmter Normierungen, auf Grundlage bestimmter Verwaltungsrichtlinien. Man sollte vielleicht auch erst einmal schauen, ob man den Bereich des Möglichen jetzt schon ausschöpft. Davor schreckt man aber zurück. Und das halte ich für ein Problem. Auch wahrscheinlich deswegen, weil natürlich die Bewusstseinsbildung zur Frage und die Sensibilisierung, das Verständnis zu Antisemitismus auch in den Ministerialbürokratien möglicherweise noch gar nicht in dem Maße ausgebildet ist, die dafür notwendig wäre. Und wir haben ja im Zusammenhang mit der Documenta und auch jetzt wieder im Zusammenhang mit der Berlinale erleben können, dass es eine große Verunsicherung gibt, insbesondere auch im politischen Raum, wie man damit umgehen soll. Also bis hin zu, dass man nicht weiß, wie man sich im Saal verhalten soll, wenn es zu solchen Vorkommnissen kommt. Ja, also schreitet man ein, wie schreitet man ein und so weiter. Das sind ja auch wirklich Situationen, die einem überfordern und für die es jetzt einen Prozess braucht. Kommen wir auf die Akteure zu sprechen. Gibt es aus Ihrer Sicht Organisationen, Menschen, besondere Akteure, die hier einen speziellen Einfluss ausüben? Spielt etwa die BDS-Bewegung, die jetzt zum Boykott von israelischen Waren, Sportlern und eben Künstlern aufruft und das Existenzrecht in Israels in Frage stellt, hier eine Rolle? Ich glaube, dass BDS Vergangenheit ist. BDS war eine Marke, die unter der im Prinzip eine Sammlungsbewegung, kann man vielleicht sagen, unter der sich antisemitische Bestrebungen vereint hatten, eine gewisse Zeit lang. BDS tritt im Grunde gar nicht mehr auf als Phänomen. Das heißt, die aktuellen Kampagnen, die wir erleben, also nicht nur gegen den Berliner Kultursenator, gegen mich, gegen den israelischen Pavillon auf der Kunstbiennale in Venedig und viele andere Dinge, Strike Germany. Das sind alles Kampagnen, die ohne BDS wunderbar funktionieren und die sich den Anschein gewissermaßen einer Graswurzelbewegung geben. Das heißt, es ist gelungen, durch diese Sammlungsbewegung eigentlich den Affekt, das Ressentiment in wirkungsvolle Strukturen zu übersetzen, die völlig ohne die Marke gesteuert werden können. Das heißt, sie können im Prinzip Antisemitismus auch nicht dadurch bekämpfen, dass sie jetzt beginnen wollen, BDS zu verbieten oder solche Dinge. Also das ist völlig wirkungslos. Also die ganzen auch Beschlüsse von Landtagen und so weiter und so weiter, die es schon gibt, sind eigentlich gegenstandslos mittlerweile geworden. Die Beschleunigung, die Geschwindigkeit, mit der sich diese Kampagnen entwickeln und auch die Form des Aktionismus sind politisch, regulativ kaum noch einzuholen. Da würde ich nachhaken, denn der Bundestag hat ja eben auch versucht, in einer parteiübergreifenden Resolution vom Mai 2019 gegen BDS politisch ein Zeichen zu setzen. Und ganz deutlich steht in der Resolution ja drin, dass die Ziele und Methoden von BDS antisemitisch seien. Was würden Sie sagen, Sie haben es ja schon ein bisschen skizziert, wo stehen wir jetzt 5 Jahre nach dieser BDS-Resolution? Wie würden Sie die beurteilen? War das ein hilfreiches Instrument? Zum damaligen Zeitpunkt war das mit Sicherheit ein hilfreiches Instrument, aber ich würde mal sagen, wir sind im Prinzip heute, also während unseres Gesprächs, weit hinter diesen Stand zurückgefallen. Und das ist natürlich dramatisch, aus mehreren Gründen. Einerseits, ich sagte es bereits, die Geschwindigkeit, in der sich diese Kampagnen verändern, die sich ja insbesondere im Moment als anti-israelischer Antisemitismus zeigen und auch dadurch kaschieren gewissermaßen. So, ich paraphrasiere das ein bisschen, man darf ja mal was gegen Israel sagen und so weiter, ist, wie gesagt, politisch regulativ kaum einzuholen. Auf der anderen Seite ist es so, dass ja auch dann aus dem
durchaus politischen Raum, aber auch aus dem Kulturbereich dann Initiativen kamen, die Sie wie ich kennen, Weltoffenheit, GG53, Stichwort, also eine Erklärung, dass man eben auch BDS im Sinne einer Meinungsäußerung unter den Schutz der Meinungsfreiheit, § 5 Grundgesetz, Kunstfreiheit etc. behandeln möge. Auch hier gilt, dass man sich fragen muss, warum ist es so unglaublich nötig, ja, eine solche Erklärung zu veröffentlichen? Was will man mit dieser Erklärung eigentlich anderes erreichen, als dass im Prinzip antisemitische Äußerungen weiter geduldet werden sollen? Und was will man damit eigentlich erreichen? Auch hier erleben wir im Prinzip eine Vereindeutigung von ja, kulturpolitischen Positionen, unter dem sozusagen unter der Überschrift Meinungsfreiheit und so weiter und so weiter. Ich glaube, man wäre insgesamt besser beraten gewesen, in einen strukturierten Prozess damals schon einzutreten, miteinander zur Frage, was kann man nun wirklich auch auf Grundlage der Instrumente, die man hat, der Steuerungsmöglichkeiten, die faktisch bestehen, erreichen. Es wird ja nicht nur von einigen Vertreterinnen und Vertretern dieser Initiative Weltoffenheit, die Sie schon erwähnt haben, immer wieder beklagt, Deutschland würde sich provinzialisieren. Wir koppeln uns ab vom internationalen Austausch in Kunst und Kultur, den wir ja eigentlich wollen. Es wird auch ein Klima der Zensur beklagt. Wie würden Sie die Entwicklung da sehen? Ja, das muss ich ein wenig milde belächeln, weil sich mit Blick auf den Fall, der sich bei uns darstellt, im Prinzip zeigt, dass es genau andersherum ist. Ja? Also eigentlich findet ja die Provinzialisierung statt durch solche Initiativen wie Strike Germany. Also diese ganzen Kampagnen haben ja im Prinzip die Zielsetzung der Isolation. Ja? Also zunächst einmal Skandalisierung, dann Isolation von Personen und Institutionen und dann in der Folge dann auch entsprechende Zerstörung möglicherweise. Wir erleben, dass wir, ohne dass davon explizit die Rede war oder ohne dass das explizit gefordert war, faktisch boykottiert werden. Ja? Also internationale Institutionen distanzieren sich von uns, nehmen nicht mehr im Programm teil, Filmemacher ziehen ihre Filme zurück etc. etc. Das sind Dinge, die wir nicht wollen, aber die mit uns geschehen. Ja? Und das heißt, die Provinzialisierung findet ja an anderer Stelle statt. Und vor allen Dingen finde ich auch hier wieder, dass sich die Frage an dieser Stelle falsch stellt, ja, weil es geht ja gar nicht darum, gewissermaßen die im Kunstbereich tatsächlich, also auf der Ebene der Ästhetik anzusetzen, sondern da erleben wir doch gerade eher, dass im Prinzip die Kunst gar keinen mehr interessiert. Das Einzige, was im Kulturbereich noch interessiert, ist die Position, die man einnimmt. Und da frage ich mich schon ein bisschen, denn der Kulturbereich ist ja sehr hoch subventioniert. Ich glaube, in Berlin ist allein eine Milliarde Kulturbudget vorhanden. Ob wir diese Arbeit wirklich noch sinnhaft erfüllen können. Also wenn ich die ganze Zeit eigentlich unter Druck stehe, in diese oder jene Richtung mich verhalten zu können. Und ich muss vielleicht auch noch mal einschränkend sagen, dass natürlich im Kulturbereich die meisten Leute keine veritablen Antisemiten sind, auch wenn natürlich dort leider die Bewusstseinsbildung zu den Formen des Antisemitismus und auch der Veränderung des Antisemitismus leider nicht sehr entwickelt ist. Das Problem scheint mir dort eher zu sein, dass man überhaupt nur bestehen kann auf diesem Terrain, wenn man den kulturellen Code, der verlangt ist, spricht und auch reproduziert. Eine sehr unerwünschte Folge dieser ganzen Entwicklung ist ja, dass es Theater und andere Kulturinstitutionen gibt, die dann es vermeiden, mit dem Thema überhaupt sich zu beschäftigen. Ich höre immer wieder von Überlegungen, Stücke wie Der Kaufmann von Venedig gar nicht erst auf den Spielplan zu bringen, weil der sich mit Judenfeindschaft ja befasst. Wie könnte man denn solchen Entwicklungen entgegenwirken? Ich glaube, das Schlimmste, was uns im Moment droht und ja auch schon eingetreten ist, ist etwas, was ich den Objektverlust nenne. Also wir sind gar nicht mehr bereit, uns mit dem eigentlichen Objekt
unserer Aufgabe zu beschäftigen, nämlich dem Artefakt der Kunst selbst. Ja? Also wir verlieren gerade die Bereitschaft und auch die Fähigkeit, wenn nicht gar, uns auf dieses Objekt zu beziehen und zum Beispiel den Kaufmann von Venedig daraufhin abzuklopfen. Was ist denn interessant im Moment an diesem Stoff? Ja? Also, aber was eintritt, wie Sie ja schon nahelegen, ist so eine Objektangst. Ja? Um Gottes Willen, da geht es möglicherweise schon um eine Form des Antisemitismus. Das können wir uns nicht angucken. Ja? Oder lieber Finger davon. Oder wenn ich eine israelische Position einlade, muss ich sofort eine, keine Ahnung, völlig anderslautende Position einladen. Also es geht um Formen der Quotierung, des Ausgleichs, der Ausgewogenheit. Aber das ist doch künstlerisch völlig uninteressant. Also es geht doch wirklich im Kern um die Frage der Entwicklung der Kunst, der künstlerischen Sprache, des Denkens in letzter Konsequenz. Und wenn wir nicht nachweisen können, dass wir diese Arbeit erledigen, dann finde ich, erfüllen wir den Auftrag, den der Souverän dieses Landes uns erteilt hat, einfach schlicht und ergreifend nicht oder unzureichend. Allgemein kann man ja schon sagen, der Kunst- und Kulturbereich zieht die Gesellschaft ja weiter und entwickelt sie weiter und ist ja sehr stark daran, auch Vielfalt, Toleranz und eigentlich Schutz vor Diskriminierung vorzubereiten. Wie kann es uns gelingen, dass dieser Bereich auch oder dass diese Funktion vielmehr auch beim Thema Antisemitismus wieder so, also sozusagen eine Rolle einnimmt, die positiv wäre? Wie könnte man dem entgegenwirken? Ist es nur über Fortbildungsangebote und die Sensibilisierung von den Menschen, die dann tatsächlich entscheiden in den Verwaltungen oder eben in den Intendanzen? Oder das kann man auch mit den Künstlerinnen und Künstlern selber probieren? Also ich will vielleicht ein bisschen meine Antwort zuspitzen und mache mich da möglicherweise mit angreifbar. Ich sage es mal wie folgt. Es darf sich nicht mehr lohnen, antisemitische Erzählungen zu reproduzieren. Ja, in einem Satz. Was heißt, es darf sich nicht mehr lohnen? Das heißt, es muss klar gemacht werden, dass Antisemitismus im Kulturbereich nicht erwünscht ist. Ebenso wie andere menschenverachtende Diffamierungen, Erzählungen und vieles andere mehr. Es ist ganz interessant, das wird auch vielleicht Ihre Arbeit begleiten, dass Sinti-Roma beispielsweise mit Juden überhaupt kein Problem haben. Und also es gibt schon auch historisch die Erfahrung, dass im Prinzip sich Opfergruppen aus dem Nationalsozialismus also auch dann sehr ähneln. Und ich glaube, wir kommen hier nicht weiter mit einer falsch verstandenen Weltoffenheit, dass alles möglich sein soll. Ja? Also auch was die Richtlinien anbelangt, muss man doch mal unterscheiden, dass Meinungsfreiheit und Kunstfreiheit hohe Rechtsgüter in diesem Land sind, auf die wir stolz sein können. Daraus aber abzuleiten, dass jede menschenverachtende Äußerung gewissermaßen unter dem Schutz der Kunstfreiheit steht und gefördert werden müsse, halte ich nun wirklich für ein Missverständnis. Ja, das sehe ich ganz genauso. Das muss eben austariert werden. Die Grundrechte gelten nicht endlos, sondern sie müssen eben in Ausgleich gebracht werden. Und Antisemitismus ist gegen die Menschenwürde gerichtet, Artikel 1 des Grundgesetzes, und schützt ja nicht nur Jüdinnen und Juden, sondern also auch alle Menschen. Aber diese Güter finden auch ihre Grenzen, nämlich in den kollidierenden Grundrechten anderer. Und Antisemitismus bedroht als Diskriminierungsform ja auch die Menschenwürde. Wie würden Sie das Austarieren von diesen verschiedenen Grundrechten beschreiben? Gut, ich bin kein Jurist. Von Berufs wegen schaue ich als jemand aus dem Kulturbereich auf diese Fragen. Ich möchte gerne so beantworten, dass ich denke, dass die Verfassungsgüter der Meinungsfreiheit, der Kunstfreiheit sehr, sehr hoch anzusiedeln sind und auch nicht tangiert werden dürfen durch andere Normierungen. Allerdings kann daraus nicht abgeleitet werden, dass jede Meinungsäußerung
Also möglicherweise menschenverachtende Meinungsäußerungen oder, wie Sie es nennen, kollidierende Rechtsgüter entsprechend auch gewissermaßen zugelassen werden. Also ich spitze es an einem Beispiel zu, wenn ich beispielsweise fordere, dass israelische Universitäten zu boykottieren seien oder Juden und Jüdinnen, die unterrichten an ausländischen Universitäten oder Universitäten, die kooperieren mit jüdischen, mit israelischen Universitäten und dann gleichzeitig erwarte, dass ich an deutschen Universitäten oder generell im Hochschulbereich arbeite und so weiter, dann finde ich, ist hier ein Punkt erreicht, wo man einfach sagen muss, die Meinungsäußerung ist das eine, möglicherweise auch eine private Meinungsäußerung. Und das andere ist das Recht, auch institutionell von Hochschulen zu sagen, nein, hier ist eine Linie überschritten. Entsprechend kann nicht gelehrt werden oder können Preise nicht vergeben werden oder dergleichen mehr. Gibt es etwas, was Ihnen Mut macht, eine positive Entwicklung, die Sie trotz aller Sorge, die wir jetzt besprochen haben, sehen? Also am Ende, und da bin ich vielleicht gar nicht besonders optimistisch, aber doch bestimmt in meiner Aussage, wird uns im Kulturbereich nur die Kunst selbst retten können. Also gewissermaßen eine Schärfung der Wahrnehmung, die Genauigkeit des Denkens, die wir ja auch reklamieren für die Wissenschaft im Übrigen. Also wenn Kunst uns nicht dabei hilft, gewissermaßen bessere Menschen zu werden und genauer zu denken, dann weiß ich nicht, wozu sie dienen soll. Und was wir gerade erleben, ist letztlich die Verrohung der Gesellschaft inmitten der Kultur. Und das ist etwas, was ich wirklich beängstigend finde, für die Gesellschaft selbst, weil eigentlich haben wir doch Kultur einmal als den Bereich verstanden, in dem gesellschaftliche Aushandlungsprozesse möglicherweise harmonischer, komplexer, vielleicht auch schneller vollzogen werden können, als wir das im politischen Raum oder in einer Talkshow erleben können. Antisemitismus im Kunst- und Kulturbereich, ein großes politisches und gesellschaftliches Problem. Ich danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie bei mir zu Gast waren, dass Sie nicht nur die Situation mitbeschrieben haben, sondern auch Ansätze zur Lösung formuliert haben. Und ja, vielleicht können wir doch optimistisch in die Zukunft blicken. Danke sehr.